Hey, 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 die Leute, die gestern Stream geguckt haben, die wissen ganz genau, was für eine Runde jetzt hochgeladen wird. Einfach die wildeste Imposter-Runde, die ich seit ganz, ganz langer Zeit gespielt habe. War mega, mega lustig. Ja, wenn ihr jetzt gleich denkt, nachdem ihr die Runde gesehen habt, hä, was, wieso und warum, dann lasst mal einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, falls ihr nicht gemacht habt. Das ist mir komplett egal. Und ich achte zum Beispiel auch nicht auf Votes andauernd. Ich habe in dieser Runde auf nichts geachtet. Ich wusste nicht mal, dass Shorty bei mir war. Ich hatte überhaupt keinen Plan, Leute. Überhaupt gar keinen Plan. Jetzt hat er hier offen lassen. Caruso ist Imposter, der macht den Vision-Trick schon wieder. Caruso, komm, wir gehen zur Lifeline, schauen, ob jemand tot ist. Gestorben, okay. Dann schauen wir mal. Oh, Lights sind aus. Okay. War das etwa Flask? Es sind drei im Office. Ja, ich dachte, dass Caruso Imposter ist, weil er mich dauernd nachgemacht hat. Und das ist ja quasi, das ist ja Imposter übersetzt, ist ja quasi jemand, der dich nachmacht quasi. und deswegen habe ich ihn getötet. Wo ist die Leiche? Oh. Ja, sehe ich auch so. Also die Leiche ist Office Mitte quasi, Flur Mitte. Ja, okay. Über dem Eingang zu Admin quasi. Hat jemand Lifeline-Info? Ja. Nee, er hat die ist ganz frisch. Also ja, der ist relativ frisch. Ich bin mit Caruso über die komplette Map im Entenmarsch gelaufen. Mhm, ich bin euch dann hinterhergezogen. Und dann waren wir an der Lifeline mit Sabine und Flobby und dann ist Licht ausgegangen. Ich bin da links. Ich bin jetzt ganz knapp aus der Office, weil ich nicht weit gekommen bin mit meinem Movement Speed. Und Caruso liegt jetzt anscheinend tot im Office. Ja, ich hab doch Admin-Info gegeben. Also jemand hat den hinter mir weggemacht. Ich denke, Sabine, Flobby oder wenn Franz da ist, wahrscheinlich Franz. Sabine und Flobby sind jetzt gerade noch an Lifeline. Also nee, tatsächlich kann ich nur rechts kommen. Und ich würde auch auf Flask schließen. Also Sabine und ich standen an Lifeline und ich war auch an Lifeline, als ich gefallen bin. Warum bin ich? Also ich würde ja sagen, dass ich's bin, aber... Franz, wo bist du gerade? Ja, vielleicht auch Flask und Franz, man weiß nicht. Ich glaube, Flask wollte... Kann jeder sein. Nein, ich wollte Sabine oder mir gerade einen Kill vor die Füße legen, aber ich verstehe nicht, warum das war. Sabine und Flobby sind an Lifeline. Das ergibt keinen Sinn. Also, passt auf. Es war... ich bin gerade in Lifeline rein, Max stand an Lava, ich glaube, Fiene war an Lifeline, ich weiß nicht, wie ich höre. Nein, Sabine und ich waren auf der linken Seite und ich gehe ans Admin-Brett. So, und in dieser Zeit zwischen, ich komme von oben nach unten, geht's Licht aus. Es kann halt wirklich jeder sein. Und warum sollte Fless dort töten? Wie gesagt, Flobby und Sabine können sich sein, dass Franz gerade versucht. Wo die anderen waren, einmal ganz kurz. Warum nimmst du mich, wieso soll ich denn nicht töten? Was ist denn jetzt? Franz, das klang gerade ganz komisch. Das klang ganz komisch. Das klang gerade nach Franz. Das klingt für mich nach Franz. Also jetzt würde ich ja selber denken, dass ich Imposter bin zusammen mit Franz, weil du hast ja gar keine Ahnung, ob ich da töte oder nicht. Warum bist du mir ein Alibi? Weil ich auch getötet habe. Leute, okay, ich weiß nicht. Wieso? Also. Tim, bleib mal bei mir, dann kann ich dich reporten. Also Franz Inte da doppelt. Erst tötet er in meinem Gesicht jemanden, mit dem ich 5 Stunden rumgelaufen bin. Und dann covert er mich. Ja, Flask hat jetzt Max gerade weggemacht. Schwierig. Wart ihr beide da nicht? Ich hab Flask gesehen. Tim. Nee, warte mal, Fiene war's. Was? Doch, sorry. Ich stehe gerade bei Shorty, also ich bin raus.
Also ich habe fest. Ja, Fien ist gerade über Max gelaufen. Chris, sag mal was. Ja, es muss ich gewesen sein. Okay. Mann, ich vermisse Caruso. Dann raus. Raus mit den Raus! Fische. Wer jetzt genau? Ich glaube, es war Fine. Er hat Tim getötet. Franz, bist du. Also, Tim getötet? Nee. Ich bin alive, nein. Alter. Nein. Ich bin der Blüte in meinem. Ich glaube, Franz, ich kann euch genau sagen, was gerade passiert ist. Ich glaube, Franz hat gerade neben mir Max getötet, damit ihr jetzt denkt, dass er mir nochmal ein Alibi geben will. Und ihr mich danach ich auch, aber ich will jetzt nicht nochmal die Lost-Karte hier bringen. Nee, ich wollte das auf Fine schieben, damit Tim jetzt davon kommt. Aber wo ist denn die Leiche? Ganz ja, kurz. Auch nicht schlecht. Aber vor dem rechten näher. Reaktor. Franz hat gerade neben mir getötet. Vor dem rechten Reaktor? Das macht halt überhaupt keinen Sinn, weil er weiß, dass wir, also, wir fliegen dann beide halt für. Also, aber ich glaube, er hat es gemacht, um mir ein Alibi zu geben, damit einer von uns beiden ins Pflicht und der andere dann 1 gegen 6 noch spielen kann. Egal, wen wir jetzt sassen, wen wir jetzt kicken, beide sollten erstmal ja, Franz, sein. Also du hast ja, Tim, du musst ja gesehen haben, dass ich den Kill nicht gemacht habe zumindest. Oh, ich bin mir pretty sure, aber ich kann halt auch richtig reinscheißen jetzt. Ja, kann natürlich auch sein, dass Tim Double Kill verkackt hat, aber das hält ich eher für unwahrscheinlich. Nee, ich bin's nicht. Weil also ich genau auf dem anderen drauf stand. My fellow crewmate, du hast es sogar reported, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich habe vor 2 Runden gesagt, dass ich Caruso töte, wenn ich Imposter werde. Also entweder Tim oder Vleska. Und Vleska ist der Nächste. Nein. Und Max ist ungünstigerweise. Tim ist der Nächste. Warum sagst du mich? In der ersten Runde war ich da. Also Franz in der ersten Runde hat Caruso weggemacht. Wollte mir dann ein Alibi geben, was überhaupt keinen Sinn macht, weil ich schon gesusst wurde von Sabine. Ich weiß aber, dass ich es nicht bin. Und jetzt hat Franz gerade neben mir weggemacht, damit er dann sagen kann, Vleska ist es nicht. Ich habe gerade getötet, also wir kicken ihn jetzt raus. Jetzt denkt ihr, es ist nur einer von uns beiden. Aber vielleicht denkt ihr dadurch, dass es beide sind. Und dadurch flieg ich. Sprich, ich hätte zwei Leute mitgenommen und nicht nur eine Flobby Person. Flobby war halt noch gar nicht im Gespräch, ne? Wollte ich auch nur mal sagen. Was meinst du damit? Also, aber Flobby kann es nicht gewesen sein gerade. Auge auf Lesk und mich. Okay. No, don't do that. Ja, lass das jetzt mal ganz kurz erklären. Franz hat wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, sei denn Sabine oder Flobby sind zweite Imposter, das glaube ich mittlerweile nicht mehr. Anfangs Caruso weggemacht. Hat dann mir ein Alibi gegeben für den Kill, damit ihr denkt, ich bin der zweite Imposter und hat jetzt neben mir getötet, damit wir beide rausgevotet werden, weil es jetzt ein 50-50 zwischen uns beiden ist. Das kaufe ich dir sprich, nicht ab. Jetzt fliegen wir beide. Franz würde niemals in der ersten Runde mit den Infos, wie er das rübergestottert hat, würde er niemals versuchen, dir ein Alibi zu geben. Hat er aber gemacht. Dann, ja, aber in dem Sinne, dass du dann, dass er weiß, dass du, also er ist ein Imposter, er weiß dann, dass du Crewmate bist und soll dir dann ein Alibi geben? Das glaube ich nicht. Nee, ich glaube eher, er wollte dich saven. Wir haben keine Ahnung, weil Franz alle Kills gemacht. Nee, warte mal. Also Sabine war es nicht. Sabine müsste mich eigentlich auch sagen. Doch, klar. Franz hat beide Kills gemacht. Deswegen, wir haben keine Ahnung, wer der Zweite ist. Also denk mal so drüber nach. Flobby, das weißt du natürlich nicht. Ja, es macht aber meistens Sinn tatsächlich. An sich habe ich überhaupt kein Problem damit, wer nämlich votet. Sabine weiß ja, Flobby, warte mal. Sabine weiß ja sogar, dass ich die ganze Runde lang mit Caruso rumgelaufen bin. Wieso sollte ich Caruso dann auf einmal wegmachen? Das ist ja der dümmste Move, den man überhaupt bringt. Ja, okay, das verstehe ich. Dann kann es natürlich theoretisch auch sein, dass Franz einfach Fehlinformationen in der ersten Runde gegeben hat, weil das, was er gesagt hat, überhaupt gar nicht gestimmt. Ja, deswegen war es nicht. Ja, das ist sogar ein ziemlich geniales Play von ihm, so, weil wir werden Franz bei 6 Leuten sowieso kicken, weil der wahrscheinlichste für Caruso ist. Das Problem ist, dadurch, dass er mir ein Alibi gibt und dann neben mir tötet, forst er halt ein 50-50, sprich, wir fliegen beide. Und dann nimmt er halt effektiv noch eine Person raus. An sich spielt er jetzt halt die ganze Runde weiter und ich bin halt mega sus, so. Sprich, theoretisch wäre es schon besser, wenn ihr mich einfach rauskicken würdet, auch bei 7 jetzt. Weil dann zumindest, also es könnten halt beide raussendern. Aber es ist halt Quatsch. Aber wer war jetzt mein quasi Gehirn in der Situation, wo Franz deiner Meinung nach Max weggemacht hat? Da war Vlesk und Sabine? Kills und hat beide Franz gemacht. Und das kann sein, dass keins von beiden Double Kill sein sollte, sondern einfach nur mir in die Schuhe schieben. Bin mir nicht so sicher, ob Fine das zweite vielleicht auch sein könnte, um ehrlich zu sein. Wenn der wir haben keine Ahnung, also beide Kills hat Franz gemacht. Wir haben keinen Plan.
absolut keine Ahnung. Sabine bleibt jetzt die ganze Runde bei mir. Sprich, ich muss irgendeine Möglichkeit finden, zu töten, ohne dass Sabine es merkt. Ich brutal schwer ist, also wirklich brutal schwer. Kannst du mal in die Lifeline gehen? So ein Storage. Okay. Sabine, Vlesk und ich standen an Lifeline. Ich bin vor Vlesk weggelaufen, weil ich Angst hatte vor ihm. Bin einmal um Office komplett außenrum. Sabine ist mir hinterhergelaufen, weil Sabine wahrscheinlich wissen wollte, ob ich im Posten bin oder nicht. Das Problem ist, ich habe Sabine verloren, als das Licht ausgegangen ist. Okay, auf jeden Fall bin ich in Office wieder reingelaufen. Mir kommen zwei Leute entgegen, es war Sabine und wahrscheinlich Vlesk. Dann bin ich zu Admin Table. Ich hatte unfassbar Angst, dass ich sterbe. Bin dann zu Lifeline, habe dann gesehen, dass Sabine tot ist und habe dann genau da reported, Ausgang Office. Da, wo ich gerade eben Sabine mit dem anderen. Der Link oder der Rechner? Jetzt denke ich tatsächlich, dass es das beste Play gewesen wäre, wenn ihr mich bei 7 schon gekickt hätte. Das Problem ist nämlich jetzt, wenn ihr mich jetzt kickt, dann wären es gefährlich wenig Leute und wir haben immer noch keine Ahnung, wer es ist. Sabine ist mir die ganze Runde lang hinterhergelaufen. Wir waren nur wir waren oben bei Electrical, wir haben gefixt, wir sind runter, wir sind ins Office gelaufen. Dann ist Licht aus, dann bin ich nach links raus und wollte Richtung Licht laufen und dann habe ich Sabine verloren und jetzt ist Sabine tot, sprich, wenn ihr mich jetzt kickt, sind 5 Leute da, einer ist immer noch im Poster und ihr habt keine Ahnung, wer es ist. Aber es ist möglich rauszufinden, wer es ist. Vlesk würde niemals lügen. Okay, das ist so ein YouTube-Video. Ich bin von Anfang an sus und lebe bis zum Ende oder so. Ich sehe schon kommen. Ja, aber ich bin ja nicht sus, weil ich jemanden getötet habe. Ich bin sus, weil jemand, mit dem ich die ganze Zeit rumgelaufen bin, getötet wurde. Sabine und ich haben dich gesusst, auch den Kill gemacht zu haben. Ja, aber es macht ja nach wie vor einfach überhaupt keinen Sinn. Doch. Das verstehe ich. 30 Minuten lang mit Caruso im Ententanz über die Map gelaufen und dann wurde getötet, während Licht aus war. Aber wieso sollte ich denn töten? Also hattest du unfassbar Pech und Franz hast dir halt im Postermate einfach die Leiche von Füße gelegt, oder wie? Mhm. Okay, wo waren denn alle anderen? Fine, wo warst du? Ich war ich war jetzt gerade auffüllen. Achso, sorry. Wir können doch Fine? Imposter. Wo? War wo irgendwer. Warst du, Fine? Ich war gerade auffüllen und jetzt stehe ich vor der Tür und jetzt sind wir gerade in Electrical Tee und ich. Ja, dann könnt ihr euch doch. Warte. Fast schon kann oder nicht? Ich kann Tee nicht ausschließen. Shorty? Ich bin rechts aus Admin rausgelaufen, nach oben zu Lab und habe 2 Tasks da gemacht. Ganz kurz, Fine, du hast mich live gesehen? Ja, wir standen ineinander. Ganz wichtig auch, okay, wenn ab sofort gekillt sein, wird, wenn ihr jemanden neben euch habt, zum Zeitpunkt des Todes, dann kann der kein Imposter mehr sein. Weil wir also, ich habe Fine auf jeden Fall nicht gesehen. Gotti, Mann. Kann aber auch sein, dass ich es aufgrund nicht gesehen habe. Ich wüsste ja nicht, dass du da bist, weil ich nicht Fine da bin. Fine votet jede Runde aggressiv. Ja, ich hab so auf Flask einfach. Ja, aber ich bin's ja nicht. Geht's in die Cam? Kurz, was da so geht. Flobby und Fine sind an der Lifeline. Schaut ihr auch.
Warum machst du denn jetzt? Mach deine scheiß Griffel da weg! Oh Mann! Franz! Ich wollte gerade Lights ausmachen! Nimm deine Finger von dieser Sabotage, aber sofort! Ja, wobei, das kann ich sogar benutzen wahrscheinlich. Wer kam zuletzt zu Lichter rein? Ich habe Licht angemacht. Okay, da wir 5 sind, kann es ja auch nur ein Imposter gewesen sein, oder? Mhm. Liegt die Leiche? Die liegt, neben Office links, habe ich auf der Cam gesehen. Oder? Außerhalb von Office. Ja, ja, genau, genau. Genau. Also quasi, wenn man links bei Office rausgeht, kurz irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen weiter oben. Ihr müsstet sogar Klinisch wissen, dass ich jetzt... Ihr müsst übrigens mittlerweile sogar wissen, dass ich nicht Imposter bin. Ja, den ich dachte, kannst du nicht machen, ich stand während des Kids on Live, also wenn ich richtig gezählt habe, ist ja ungefähr 90 Sekunden her. Das Problem ist gerade, ich war in der Kamera die ganze Zeit und Comms ist ausgegangen und ich kann nicht sabotieren, wenn ich in der Kamera stehe. Ja, und du hast gerade doch die Comms gefixt. Ich bin an dir vorbeigelaufen, ich bin dann zu den Cams und da habe ich halt die... Ja, ja, ich bin an die Cams gelaufen, da waren Leute an der Lifeline, dann bin ich rechts rüber, wollte zur Lifeline laufen, Licht geht aus, dann wollte ich wieder nach links, dann ist ich wieder angegangen. Weiß nicht, wer das gefixt hat, bei den Lifeline dann mal blau tot und dann wurde reported. Ich habe actually ein Sass-Gefühl bei Shorty. Shorty und Tay müssen Licht mich, gefixt haben, obwohl oder? Obwohl ich das Licht angemacht habe. Ja, aber du kannst trotzdem auf dem Weg dahin doch gekillt haben. Ja, aber wenn die nicht so viele Spielstunden haben, weil... Ich habe doch eben gerade gesagt, so ich bin 90 Sekunden geflogen, tot und ich bin rechts rausgelaufen. 90? 19 wurde gecallt. Ungefähr, circa, plus minus. Okay. Also, das Ding ist, ich habe Ultrasass gegen Fine. Fine ist bisher jeden einzelnen Vote. Es war die erste Situation gegen Franz. Die erste Runde, nee, warte, als der erste gestorben ist, haben gevotet, also es haben die eine Runde gevotet, Fine, Vlesk, Flobby und Franz. Fine hat bisher jede einzelne Runde aggressiv gegen einen Crewmate wahrscheinlich gevotet. Nee, ich habe gegen Franz gevotet, weil Franz mich beschuldigt hat. Und deswegen weiß ich ja, dass es halt dann von Franz sein muss. Und danach habe ich Vless gevotet, weil Vless mich mit seinem Mindgame so kaputt macht, dass ich nicht mehr weiß, was stimmt und jetzt was nicht. Hast du mich. Du shootest halt einfach gegen alle. Du shootest halt gegen wen mich. Voten und wir? Ich glaube, du hast einfach die ganze Zeit niemanden gefunden, den du kennen kannst. Ich würde skippen. Niemand, auf gar keinen Fall voten. Auf keinen Fall voten. Okay. Aber... Ja. Ich bin mit Tars fertig, kann mit irgendwie mitlaufen. Shorty würde Sinn machen, Chris irgendwie nicht so, Fine würde ich auch sagen, vielleicht. Kein Plan. Ja, also das ist, ist natürlich nicht so krass viel Spielzeit, ne? Da kann ich mir natürlich ein bisschen mehr erlauben. 3 Leute Office, okay. Meine letzte Task im Labor noch. Ich soll die Task vielleicht mal fertig machen jetzt. Bude-bum. Perfekt. Dann laufe ich zur Lifeline. Jetzt sind jemand tot, okay. Perfekt. Okay, das wird mein Play. Licht ausgemacht, praktisch. Jetzt habe ich es geintet am Ende noch. Das suckt natürlich.
Oh, ich hab gewonnen. Fine und Tee, wart ihr gerade zusammen bei Lifeline? Wart ihr gerade die ganze Zeit zusammen? Nee, ich bin gerade vor Koms. Ja, wir sind, also ich bin erst vorher weg und dann ich. Und jetzt sind wir beide ungefähr bei Koms, ich suche eine Leiche. Ja, same. Aber... Ja, liegt Luck in Office oben. Ist während Koms das A-Bild gestorben? Ich hab Koms angemacht. Ich hab Koms angemacht. Okay. Ja, und trotzdem kannst du auf dem Weg dahin abgeschnetzelt haben. Dann, aber wenn du das... Dann kann man das kann bestätigen, dass Fina auf jeden Fall bei Lifeline stand. Ihr habt gesehen, dass ich rechts rausgelaufen bin. Ja, also ich denke tatsächlich jetzt auch, dass es Fina ist. weil Shorty einfach einen zweiten Kill gemacht haben könnte, wahrscheinlich. Und ihr seid beide weggelaufen, obwohl man am Admin-Table... Am Admin-Table... Ihr sucht von der Lifeline. Das Problem ist, am Admin-Table sieht man, dass zwei Leute Office waren. Und es war nur eine Person an Lifeline. Les, wo kamst du denn her gerade? Vom Admin-Table. Die sind gerade beide nach links rausgelaufen zusammen. Also waren drei Leute Admin. Aber du, das war doch Koms sabotiert. Und dann standst du die ganze Zeit bei Admin-Panel. Nee, ich bin nach rechts rausgelaufen. Koms ist erst ausgegangen, als ich schon oben war. Ich will einmal kurz sagen, ich habe vorher noch meine Fläschchen angemacht, bin wieder runter und habe meine Fläschchen nochmal abgeholt. Wieso sollte Franz einen 50-50 zwischen ihm und mir aufmachen? Wenn ich Imposter wäre, würde er das doch nicht machen von mir. Ja, aber macht er doch mit mir auch nicht. Ja, aber er macht es doch nicht mit zwei Leuten. Aber Vlesk, bist du denn jetzt quasi in Office links reingelaufen oder rechts? Links. Ich bin durch Tay und Fine durch, bin an der Admin-Table gelaufen. Da waren zwei Leute am Ende noch in Office. Und da ich wusste, dass Fine und Tay rausgelaufen sind, wusste ich auch, dass jemand oben am Button liegen muss oder Tim am Button steht. Und dann bin ich nach oben gelaufen und dann bist du von rechts gekommen und dann wurde reported. Nee, ich bin von links gekommen. Ich bin quasi als die du bist von rechts gerade gekommen, oder nicht? Nein, Vlesk. Du bist von rechts gekommen. Du bist von rechts reingelaufen, 100%. Hä? Nee, ich bin doch gerade von links rein. Ich bin doch eben gerade euch gekommen. Habe ich ein Aneurysma gerade? Nein, hat Shorty ist von... Shorty lost? Nee, warte, okay, ich bin verwirrt, ich kann links und rechts nicht. Ich bin euch doch, ihr seid doch gerade links rausgelaufen, da bin ich gekommen, ich euch gecrossed. Ich bin so verwirrt. Macht das gerade seinen 500 IQ-Move? Nein, es ist viel, ich glaube wir... Ihr seid alles Hass. Ich versteck mich jetzt hier in dem Bücherregal. Ich findet niemand mehr. Naja, jetzt mache ich es einfach folgendermaßen. Ja. Okay, der Button ist gar nicht gut. Der Button ist gar nicht gut, Fine. Ja, kann ich verstanden. Ja, ihr geht ihr habt die Taskleiste gesehen. Okay. Der muss dann noch Task machen. Überhaupt. Also, ich mache meinen Task fertig. Ich verstehe, dass ich Sass bin für euch, auch Shorty, dass die ganze Aufgabe bin. Ich habe aber auch seit Runde 1 gedacht, dass es Vlesk ist und habe deswegen immer Vlesk mitgewonnen. Und ich glaube auch immer noch, dass es Vlesk ist. Aber warum? Sie hat gerade einfach einen Button gedrückt. Sie hat einen Button gedrückt, weil wir eine. Es ist maximal eine Task noch fertig. Einfach weg. Geh mit deinen Mindgames woanders hin. Den Win gebe ich dir nicht. Einfach wirklich nicht. Du hast genug YouTube-Runde für heute. Das reicht. Also, wieso sollte man da jetzt einen Button drücken, wenn man Crewmate ist? Weil wir haben ja, wir können eine Task, maximal zwei, ich glaube, es waren noch zwei, oder? Ja, dann können wir aber auch. Aber man sieht halt nicht, wenn es lädt, so. Das ist einfach nur Zeitdruck gerade. Fine, wir müssen voten, ja, weil es ein Button ist. Oh, okay, nevermind, das wusste ich nicht. Okay, T, lass uns mal bitte gerade, weil, also es scheint ja eher ein Ding zu sein, entweder ist es wahrscheinlich Fine oder Vlesk. Ja, votet bitte nicht zu früh. Ich habe T relativ viel Richtung Lifeline gesehen, wie er Lifeline gestanden hat und warum würde man als Imposter die ganze Zeit Richtung Lifeline stehen, wenn man da nicht wirklich einen Kill setzen kann. Ich nehme dich jetzt einfach mal raus und ich hoffe, ich kann dir vertrauen. Ja. Yeah. So, das Ding ist jetzt zwischen Fine und Vlesk. Fine drückt jetzt den Button, was natürlich als Crewmate-Sicht jetzt nicht unbedingt der beste Move ist, weil wir voten müssen. Ja, richtig, das dachte ich auch, aber wenn jemand halt einen 500 IQ-Move macht, dann ist es halt Vlesk. Ja, aber die vorige Runde... Du mich auf Verdacht dann halt raus und das ist halt gar nicht gut so. Ja, eben, klar. An vorigen Runde, als Koms disabled waren, du hast die wieder repariert, ne? Und bist dann wieder zu Lifeline gegangen? Ich habe Koms repariert und bin dann, meine ich, links reingelaufen
Warte, welche Runde war das aber, nochmal? Aber wenn du links reingelaufen bist, ist dir dann Bless entgegengekommen? Ich bin durch dich und Fine durchgelaufen. Safe. Ich meine auch, also ja, aber, eben. Aber ich habe nur Fine gesehen. Also Fine, ich bin nach oben gelaufen, an kommst vorbei. Nee, wir waren die ganze Zeit die letzten zwei kompletten Runden eigentlich ja, immer zusammen. Ich kann es nicht gewesen sein, du musst das wissen. Ich, was, wenn ich Fine einfach getötet in Office oben? Ja, jetzt haben wir keine Zeit mehr, das war halt gar nicht gut. Aber es muss Fine sein. Voted Flask, oh mein Gott. Also wenn ihr wirklich zu zweit wart, nein, wahnsinnig. Hä? Dankeschön, oh mein Gott. Aber Tee, da musst du doch sagen, ob das stimmt, was du gesagt hast. Wahnsinnig, ich bin durch sie durchgelaufen, das stimmt nicht. Ich habe sie gesehen, ja, aber sie stand nur an Lifeline. Oh nein. Und danach ist sie rausgegangen. God bless America. Oh, das Problem ist halt, ich kann da am Ende nicht gewinnen, so, weil alles, also... Alles hat gegen Fine gesprochen gerade, aber man wird halt trotzdem rausgevotet, weil man halt einfach die Spielstunde hat. Alles gegen mich gesprochen. Ey, Fless, ganz im Ernst, das war eine sehr, sehr, sehr geil gespielte Runde von ja, dir. Ja, die war genial. Die war so heftig. Ich hab mich aber auch 5000 mal verraten. Am Ende hatte ich ein bisschen gekillt, dass Shorty sich ihre eigene Sache nicht gemerkt hat und sagte so, nein, ich bin von links reingekommen. Shorty, du bist gekommen. Du kamst von der Lifeline, du hast ja... Aus Shortys Sicht muss es zu 100% Fine gewesen sein oder Tay. Aber Flask auf keinen Fall für den letzten Kampf. Ja, Flask, mir tut der Rücken ganz schön weh fürs Tragen. Nee, du hast den. Du hast ja, also, hat ja noch nie jemand so hinten sehen. Flask, wenn man steht, guck mal, Flask und ich so. Die ganze Zeit. Flask muss mitmachen. Aber Flask, bist du von rechts oder von links tatsächlich raus? Links. Und dann tötet Franz mich einfach so dreckig direkt vor Flask. Das war gemein. Franz, ich hab. Du einfach neben mir getötet, nachdem ich 30 Minuten lang mit ihm rumgelaufen bin und alle so, ja, dann hat Flask das gemacht. Und dann ging's weiter. Dann tötet er nochmal neben mir. Das war sogar ganz gut, weil dann konnte ich halt so ein bisschen Scheiße aufbauen. was nicht gut war, dass du mir ein Alibi geben wolltest für den Killer Caruso, weil dann weiß ja jeder sofort, dass wir so ein Posterduo sind. Aber und dann stehe ich so an Camps. Ich stehe an Camps, denke mir so, okay, jetzt habe ich einen geilen Plan. Ich mache jetzt Lights Out, gehe von der Cam weg und dann macht Franz erstmal Comp-Sabotage. So als ich Geist. So geil, Tim hat dich doch aus dem Vent hopsen. Aber bei Tim hat er mich mega hart gesaved. Das stimmt. Dann stelle ich jetzt bitte nicht an den Button, der wird dich einfach umbringen. Ja, und ich so, oh nein, scheiße, ich bin tot.